Jetzt. Faszinierend! Das hier ist das erste aus einer Reihe von Wandgemälden, die die Geschichte von Mutti erzählen, der berühmten Mechanikerin und Wächterin dieses Planeten. Alles begann, als die wilde und ungezügelte Mutti hier auf einem 10-Planeten quer durch die Galaxie Roadtrip einen Zwischenstopp einlegte, um eine Packung Dörrfleisch zu kaufen. Die ahnte nichts Böses, aber als sie sah, wie einige Rabbits von einem mechanischen Monster bedroht wurden, eilte sie ihnen zu Hilfe. Die Rabbits hier hatten den schrecklichen Roboter selber erfunden, neben anderen Monstrositäten, die den Planeten nach und nach auseinandernahmen. Ha ha!
Gehen. Ratte. Was? Loser.
Oh yeah!
Natürlich. Diese Windmühle versorgt Muttis Werkstatt mit Energie. Offensichtlich hat sie aber eine Fehlfunktion. Der Überfluss an Elektrizität, die hier erzeugt wird, muss die Ursache für diesen ungewöhnlichen Sturm sein. Also los, kämpfen wir gegen Windmühlen! Die fühlte sich mit diesen Rabbits verbunden, die ihr Leben wild und frei lebten, wie ein solarbetriebenes Auto ohne Bremsen. Doch diese Freiheit hatte ihren Preis. Ihr Leichtsinn hatte den einst so üppigen Planeten in eine Wüste verwandelt. Ob es wohl möglich wäre, beide Seiten miteinander zu vereinbaren? Mutti blieb dort, um den Rabbits zu zeigen, wie sie ihre Kreativität zu ihrem Vorteil einsetzen konnten, nicht zu ihrem Nachteil. Sie waren fasziniert. Die Vorstellung, nicht vor ihren eigenen Erfindungen fliehen zu müssen, war ihnen nie in den Sinn gekommen. Obwohl ihr die Neugier auf das Unbekannte in die Wiege gelegt worden war, verliebte Mutti sich in diesen Planeten und traf eine Entscheidung. Sie investierte ihre gesamten Ersparnisse und eröffnete eine Werkstatt samt Dörflaschverkauf mit der Unterstützung ihrer neuen erlebnishungrigen Helfer. Es war nicht einfach, doch Mutti brachte den Rabbits Kompetenz in den Bereichen Maschinenbau, Robotertechnik und Dörrfleischzubereitung bei. Die
die Rabbits begannen, ihr regelrecht nachzueifern. So kam sie dann auch zu ihrem Spitznamen Mutti. Mutti brauchte eine Lösung, um auf dem vegetationsarmen Kargmaltal der Erosion Einhalt zu gebieten, und zwar schnell. Da sie außer ihrer eigenen keine weitere Hilfe erwarten konnte, erfand sie den Ringstabilisator, um die Integrität der Umwelt des Planeten zu bewahren. Sobald der Boden wieder gedüngt werden kann, wird sie mit der Bepflanzung beginnen. Vielleicht hat der Planet sich bei unserem nächsten Besuch ja schon wieder gewandelt, diesmal zum Besseren. Mutti fing hier ein neues Leben an, doch es gab ein Problem. Ohne etwas, womit sie ihr Stromnetz füttern konnten, war es nicht möglich, den Planeten wieder aufzubauen. Es gab nur eine Alternative.
Die Batterie aus dem Antrieb des wilden und wahnsinnigen mechanischen Marodeurs, der den Planeten nur aus Spaß auseinandernahm. Ich weiß nicht, was das... Benutzt den Kran! Mit Strom versorgen! Such den Trafo! Super. Also das mit meinem Funkrufnamen. Ich... Es hat geklappt und niemand hat einen Stromschlag abbekommen. Das kommt bei uns nur selten vor.
Mutti hatte die einst wilden Rebels zivilisiert. Doch nun mussten sie sich wieder ins Leben stürzen, als gäbe es kein Morgen. Sie trugen alles zusammen, was sie hatten, vereinten jeden Funken unüberlegten Erfindergeists und bauten Mecha-Mutti. Mutti und die Rebels nahmen den mechanischen Unruhestifter auseinander und nutzten seine Energie, um ihr neues Stromnetz damit zu versorgen. Sie gaben alles, um Kargmaltal in einen friedlichen Zwischenstopp für freiheitsliebende Galaxiereisende zu verwandeln. Endlich! Ah! Die Bewohner! Ah! Oh. Ah! Wie funktioniert das? Die Drehknöpfe.
Löst es! Dieses Vorhaben wurde durch die Ankunft der übelsten Tunichtgute der bekannten Galaxie durchkreuzt. Miseras Armee. Mutti wusste, dass die anderen, belebteren Planeten sicherlich auch in Gefahr waren. Sie musste etwas unternehmen. Aber wie? Yep.